Juhu, Animal Crossing-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Leaf. Und Melinda hat mal wieder etwas, was sie uns mitteilen möchte. Heute haben wir Freitag, den 13. Ich weiß nicht, ob an einem Freitag, den 13. hier im Spiel auch alles schief gehen wird. Ich bin sehr gespannt. Oh, fast hätte ich's vergessen, Frau Bürgermeisterin. Auf der Einkaufsmeile gibt es ab heute eine Gärtnerei. Dort können alle, die einen grünen Daumen haben, Blumensamen und Gartengeräte kaufen. Ich wollte sowieso einige Blumen pflanzen, also werde ich dort gleich einmal vorbeischauen. Cool, das ist das neue Geschäft gewesen, die Gärtnerei. Oh, ich kann es kaum abwarten. Post für mich, Post für mich. Ich habe Post bekommen, da freue ich mich. Oh mein Gott, so viele Briefe. Aber wir haben ja auch sehr viele Briefe verschickt. Dann lesen wir doch mal gleich, was wir hier alles für Post bekommen haben. Und zwar haben wir einmal von Barry was bekommen. Hi, Barry. Hallo, Anhani. Danke für deinen Besuch neulich. Ich war echt lustig, dir meine ganzen Sachen zu zeigen. Das hier hast du besonders lange angestarrt. Darum schenke ich es dir. Oh mein Gott, echt? Blockhaussessel. Okay, habe ich das lange angestarrt? Ich weiß es nicht, freue mich auf jeden Fall. Leonardo! Hallo, Honey. Ich habe deinen Brief gelesen und der hat mich zum Lachen, aber auch zum Nachdenken gebracht. Wenn das Absicht war, Glückwunsch. Da schenke ich gerne was zurück. Oh, unser Leo, unser ernster Löwe. Auspacken. Wir bekommen Designer-Tapete. Ja, geil. Mischke hat was für uns. Liebe Honey, ich habe deinen coolen Brief 20 Mal gelesen, damit mir ja nichts entgeht. Das Beste war aber dein Geschenk. Lass uns für immer Freunde sein, super coole Mischka. Die Unterschrift von ihr voll gut. Halt, das habe ich schon. Ich wollte das Geschenk haben. Auspacken. Und zwar Royalschrank. Oh. Und wieder was von Barry. Oh, was für ein schöner Briefbogen. Honey, danke, dass du mir mein Lieblingslächeln geschickt hast. Jedes Geschenk der Essen ist irgendwie mein Lieblings... Ach, Lieblingsessen ist Lächel. Ja, ich kann nicht lesen. Entschuldigung, jedes Geschenk der Essen ist irgendwie mein Lieblingsessen. Aber das hier war besonders lecker. Dein Barry. Oh, Geschenk entfernen. Mal gucken, was wir von ihm bekommen haben. Bordentapete. Caroline hat sich gefreut. Alles fit? Dein Brief war ja ein Knüller. Respekt, da will ich dir zurückschreiben. Aber ich arbeite die schwer zur Nacht, oder? Weiter so, man sieht dich doch, Caroline. Voll gut. Und von Annalina? Hallo, Honey. Du hast geschrieben. Ich war ein wenig niedergeschlagen, aber die Post von dir hat dich wieder aufgeheitert. Das war sehr aufmerksam von dir. Danke. Liebe Grüße, Annalena. Oh, Annalena, so süß. Oh, da haben sich alle so gefreut. Na, dann können wir doch gleich mal in unser Haus gehen und schauen, was wir alles so Schönes bekommen haben. Tapeten jede Menge. Ich hätte gerne mal einen neuen Fußboden. An die Wand. Das sieht schick aus. Die Designer-Tapete. Achso, die haben wir schon. Designer-Tapete ist quasi das gleiche. Die finde ich aber viel schöner. Dann können wir ja eine Designer-Tapete auf jeden Fall verkaufen. Ich habe den Sessel lange angestarrt. Schön. Lass mal gucken. Oh mein Gott. Gott, ist der süß. Oh doch, ja, der ist echt süß. Voll schön. Was haben wir hier? Royalschrank. Erstmal angucken, wie der aussieht. Mein Gott, der ist auch voll hübsch. Dann nehmen wir das mit. Dann kommt der Schrank dahin. Wenn der dahin passt. Jawohl. Und dann nehmen wir die Kleidung mit. Und stellen dann da das Schwert hin. So. Jawohl. Oh, ich finde, das hat schon langsam richtig Stil, unser kleines Haus. Gut, die Uhr da oben passt so gar nicht. Die kann man wieder weg. Die passt da überhaupt nicht rein. Aber ansonsten... Wir können ein bisschen Musik machen. Okay. Das bedeutet, wir können quasi das hier alles verkaufen, weil wir das alles nicht brauchen. Und wir brauchen mal wieder einen neuen Look. Neuen Fashion-Look, mit dem wir echt gut aussehen hier in der Stadt. Jeden Tag was anderes wäre schön. Hier kann gleich gebuddelt werden. Und ein Fossil für uns. Na, da hat sich das Graben wieder wirklich gelohnt. Zack, erstmal zumachen. So.
Mischka ist kein Rauch zu sehen, aber ich glaube, die habe ich vorhin ja auch draußen rumlaufen sehen. Da sind wieder Kirschen zum Sammeln. Sollten wir uns extra überlegen. Was haben wir denn hier schon wieder? Erstmal guten Morgen, Günther. Na, wie geht's dir so? Jo, ich wachs fröhlich für mich hin. Guck mal meine Büschel. Ich glaube, die sind größer geworden. Ja, ich wünschte, ich könnte dich gießen. Vielleicht wird das dann besser klappen. Och, ich glaube, ich brauche einfach nur ein paar Jahre, denn habe ich eine dicke Rinde, einen ganz harten Stamm und so. Also nicht, dass es jetzt falsch klingen würde oder so. Oh Gott, dieser Trefion hat sogar auf mich einen schlechten Einfluss. Gut, dass du den wieder ausgepflanzt hast. Ja, mal gucken, vielleicht kann ich in der Gärtnerei heute noch Bananensamen oder sowas holen. Zu dumm, dass ich nicht gewusst habe, dass man Palmen am Strand einpflanzen muss. Also, ja. Naja, gut, so lernt man. Ach, du wieder. Ah, willkommen in deiner Galerie. Wenn du Kunstwerke von Metrang oder verdeckte Kunstwerke am Preisen suchst, bist du hier gerade richtig. Aber das weißt du ja bereits, Cousine. Willst du eine Geheimnis wissen? Dieses Mal drehen ganz besonders seltene Stücke da. Wenn ich könnte, würde ich mir alle selber abkaufen. Aber es geht weiterhin nur ein pro Kunde, also werde mit bedacht. Mona Lisa? Brust. Ich meinte, eine Büste. Weißt du, das ist ja echt süß von dir, aber das muss nicht sein. Ich danke, danke. Das schön, ich schicke auf dich, du blöde Kuh. Hat er mich gerade blöde Kuh genannt? Das habt ihr auch gehört, oder? Ja, nicht so schlimm. Oh, wir können ja auch das erste Mal zur Insel reisen heute. Oh, das wird super. Ich schaue mich gerade erstmal um, ob ich hier Risse im Boden finde. Okay, hier, jetzt ist wieder Zeit hier. Oh, schon wieder nicht verkackt. Ich kenne das nicht. Okay, das war's. Naja, wenigstens einmal habe ich einen Sack voll Geld rausbekommen. Es gibt da so Tricks, dass man dann so Löcher um sich herum buddelt, um maximal alles rauszubekommen, aber das dauert mir zu lange. Ich habe das im Internet nachgelesen und ganz ehrlich, es dauert mir zu lange. Da habe ich keine Lust drauf. Da sitze ich ja stundenlang dran, nur um an irgendwelchen Steinen herumzubumsen. Das sehe ich nicht ein. Das mache ich nicht. Da habe ich keine Lust drauf. Gott, es sind so viele Kirschen nachgewachsen. Ah, Jacques! Ey, Annie, sieh zuerst dein Training durch. Danach kannst du von mir aus das Wetter genießen, oui, oui. Was kann ich für dich tun, meine Liebe? Ah, Redden, ich habe mir vorgenommen, dich mal in meiner Bude zu besuchen. Also als sportsfreundschaftliche Maßnahme in deiner Bude, nicht meiner Bude. Was meinst du dazu? Gefällt dir die Idee? Oh, wenn das diesmal wieder klappt. Ja, freut mich, in ihrer Bude zu besuchen, gehört zu meinen liebsten Hobbys. Eine Freundin in ihrer Bude zu besuchen, gehört zu meinen liebsten Hobbys. Das bedeutet nämlich auch, dass ich einen Freund habe. Oh, Jacques, du hast viele Freunde. Dann wollen wir mal los. Du bist so süß. Los, komm mit. Ich habe mein Haus neu eingerichtet. Das wird dir gefallen. Das sieht wirklich schön aus jetzt. Oh mein Gott, er ist so süß. Jacques ist so süß. Sehr kleiner Jacques, Jacques. Na komm. Klopf, klopf. Er ist so süß, er ist so süß. Hinter einem herstapft. Schau dich ruhig um. Mir gefällt deine Bude echt gut. Ich könnte ihr den ganzen Tag Liegestützen und Sit-Ups machen. Ja, kannst du mal. Ich kann ein bisschen Musik für dich spielen, wenn du willst. Ich kann mit dem Notenständer oder was anderes anstellen, irgendwie so näher angucken. Nee. Mit dem Schwert? Außer rumschieben auch nicht. Mit dem Schrank. Oh mein Gott. Echt? Ach, ich kann da meine Sachen einfach alle reintun. Das ist ja nice. Dann tun wir die Uhr da rein. Und eine Designer-Tapete. Hatten wir nicht nochmal eine Designer? Das war die Rosen, das war die Gartenzaun-Tapete, genau. Und dann kommt der Bulli hier hinein. Perfekt. Kann ich das hier schließen? Das ist ja super. Na, mein kleiner Frosch. Meine Füße sind so muskulös. Da traut sich kein Staubkorn dran. Ich kann deinen Boden also gar nicht verschmutzen, Anni. Ist voll süß. Na? Und hopp. Ah, schön im Bett chillen. Die Klamotten, die wir anhaben, sind wir zu gut. Und wieder aufstehen. Guten Morgen.
Ich wette, dass es chaotisch ist in deinem Royalschrank. Hab ich recht? Ruh dich nicht darauf aus, dass es nach außen ihn ordentlich aussieht, Freund Sportsfreundin. Das ist wie mit Muskeln. Auch die, die man nicht sieht, sind wichtig, Wiwi. Da hat er sehr recht. Das ist eine sehr wichtige Lebensweisheit. Kann ich mit der Blume noch irgendwas machen? Ich auf den Stuhl kann ich mich setzen, ne? Der ist schön, der ist voll schön. So hätte ich gerne meine gesamte Einrichtung. Die finde ich total hübsch. Also bis jetzt ist ja noch nichts schiefgegangen an diesem Freitag, den 13. Warte mal kurz, deine Wände, die sind ja nackt. Ich helfe dir gerne, wenn du zu klein bist, zum Tapezieren und der Bilder aufhängen. Oh mein Gott, ist das süß. Ja, ich habe leider nichts, was ich an die Wand hängen könnte. Also die Uhr schon, aber das war es dann auch schon. Und das ist irgendwie nicht so das, was ich haben möchte. Ich habe noch nicht herausgefunden, ob es dafür einen Rhythmus gibt. Freut sich. Das ist so putzig. Ich weiß noch nicht, ob es dafür einen Rhythmus gibt. Das habe ich noch nicht herausgefunden. Gefällt es dir hier bei mir? Warte mal kurz. Deine Wände, die sind immer noch nackt. Also immer Bescheid geben, wenn du mal brauchst Bilderaufhänger oder so. Ich kann tapezieren. Gar kein Problem, Jacques. Na gut, dann lass uns mal den heutigen Besuch beenden. Was musst du los? Vielleicht sollte ich auch wieder heimjoggen. Wir sehen uns wieder, Annie. Ich würde sie jedenfalls freuen. Oui, oui. Unser kleiner französischer Frosch. Herrlich. So, okay, gut. Wir haben uns hier überall umgeguckt. Mischka war ja nicht zu Hause. Ist die wahrscheinlich jetzt auch nicht? Nee, da kommt kein Rauch aus dem Haus. Okay. Also wir haben schon mal mit Jacques gesprochen. Das ist ja schon mal ein Fortschritt heute. Der hat sich auch sehr gefreut. Hier irgendwas? Jemand zu Hause? Jetzt rennt er wieder bei sich zu Hause rum. Hier ist nirgendwo jemand zu Hause. Nee, alle ausgeflogen. Alle genießen sie das schöne Wetter draußen. Oh, unser Erpel ist da. Unsere kleine Ente. Erpel, bitteschön. Manno. Quentin. Ich freue mich drauf, Quentin zu besuchen. Oh mein Gott, wie Swaggerino. Hey, hallo, Honey. Du bist wieder willkommen. Du bist immer willkommen in meinem Haus. Willst du was Bestimmtes, Pluster? Unterhalten wir uns ein bisschen, lernen wir uns kennen. Oh, Honey, du hast also eine Designer-Tapete. So eine wollte ich schon immer haben. Wenn du sie mir gibst, lese ich dir dafür mein Gedicht vor. Es heißt Die Zahnbürste. Wobei, es ist noch nicht ganz fertig. Aber ich gebe dir stattdessen meine Lavalampe. Klar, tauschen wir. Ich wollte eh loswerden. Ernsthaft? Du tauschst mit mir? Fantastisch. Tada! Ich krieg eine Lavalampe. Ist das geil? Hey, cool. Hey, danke dir, Honey. Oh mein Gott, du hast voll das coole Haus. Ist mit so einem riesen Fisch hier. Kühlschrank. Ein Surfbrett. Was ist das hier? Alter, die Musik ist voll gut. Das läuft da? KK Groove. Dann ist hier noch so ein Plattenspieler und eine Dartscheibe. Kann man damit spielen? Kann ich damit irgendwas machen sonst? Oh mein Gott. Ist das der passende? Ich glaube, das ist das passende Sitzmöbel zu den Chess-Sachen. Alter, voll cool. Oh Mann, deine Bude ist voll cool, Quentin. Hey, Annie. Wie kann ich dir helfen, Pluster? Irgendwas Neues? In den nächsten Tagen finden in Pilsdorf keine besonderen Veranstaltungen statt, Honey. Aber auch ohne Veranstaltungen gibt es immer irgendwas zu tun. Quack, quack. Du könntest zum Beispiel ein Theaterstück schreiben, das auf meinem Leben basiert. Das ist nämlich sehr spannend und aufregend. Die Geschichte eines Erpels. Moment. Das kommt mir bekannt vor. Und ich könnte die Hauptrolle spielen. Na, wie klingt das? Aber der Erpel in der Geschichte hieß Wulle. Kennt ihr das? Wulle, eine Erpelgeschichte? Kommt aus dem Kindertheater Frankfurt, wenn ich mich recht erinnere, und gab es als Hörspiel. Wulle ist eine kleine Ente, ein Erpel sicherlich. Also, ja, ich habe es gesuchtet. Es ist ein wunderschönes Hörspiel. Schöne Infos hier gefunden, super. Es ist wirklich ein wunderschönes Hörspiel. Also, wenn ihr mal nach einem schönen Hörspiel sucht, kann ich nur empfehlen, Wulle, eine Erpelgeschichte ist ein Traum. Vor allem so schön hessisch. Sibylle, der Kontrolleurin, der er einfach in die Nase beißt. Erst schwarz fahren und dann der Kontrolleurin in die Nase beißen. Das hätten wir gern. Ach ja.
Ja, Quentin, unser kleiner Erpel, herrlich. Schade, dass er nicht Wulla heißt. Das hätte ich so abgefeiert. Das hätte ich so gefeiert. Ist Leo zu Hause? Leo, unser ernster Löwe. Ah, ich habe mich gerade voll erschrocken. Ich dachte, was ist das für ein Geräusch? Aber es ist der Zug. Aha. Was haben wir da gefunden? Was genau bist du? Ein Amethyst. Ich glaube, damit haben wir auch schon alle Steine für heute abgeklappert. Mischka, meine Süße. Oh, na, wie läuft der Mittag so, Honey? Miau. Also, was gibt's? Plaudern wir. Oh, hey, ich habe eine großartige Idee. Warum kommst du nicht spontan mit zu mir? Brrr. Wir könnten über alles Mögliche quatschen. Du weißt schon, wie sehr wir Spritzgebäck lieben. Oh mein Gott, Spritzgebäck. So Zeug halt. Was meinst du? Hast du Lust, jetzt mitzukommen, Honey? Klingt nett. Spitze, auf geht's. Ich folge dir einfach zu mir nach Hause. Oh mein Gott, Mischka, du bist so knullig. Ihre Haarfrisur, also ihre Fleckenfärbung auf dem Kopf, das halt aussieht wie eine Haarfrisur, ist auch einfach voll süß. Mhm. Oh, da habe ich was aufgescheucht. Da Marienkäfer auch. Mit ihrem Froschshirt sieht sie auch einfach so süß aus. Oh, spende was, spende was. Nein. Wieder gegen den Baum geklatscht. Machst du kurz auf? Oh, da sind wir ja schon. Sekündchen, ich schließe noch schnell die Tür für dich auf. Na dann, herein spaziert. Ich liebe diese Musik, die ist so gut. DJ KK, so gute Musik. Aber das hier muss aus. Oh, da ist der Fisch. Ich wünschte, man könnte halt so Sachen halt auch richtig angucken. Nicht einfach nur so, dass es dann steht, sondern dass man es angucken kann. Hey, sie hat auch diese Uhr. Sie hat die passenden Möbel zu der Uhr. Ich mache das für uns mal wieder lauter, was cool ist. So gut. Hat einfach Style, oder? Die hat einfach Style. Red ein bisschen mit Mischka. Hi. Lass dir Zeit, okay? Was meinst du? Meine Bude ist schon ganz cool, oder? Ich finde ja, sie gehört in eine Zeitschrift für Inneneinrichtung. Ja doch, sie hat ihren ganz eigenen Stil. Das Regenbogenshirt hast du immer noch nicht angezogen, Schätzchen. Das würde dir so gut stehen. Und der Frosch ist so süß, dass sie ein Froschshirt trägt. Das ist so süß. Ich finde ja, Pflanzen verleihen einem Raum ein richtiges Urlaubsfeeling irgendwie. So wie jeder Tag, so wird jeder Tag bei mir zu Hause zum Urlaubstag. Das stimmt. Ich liebe es, meine Klamotten so zu präsentieren. Es ist so, als hätte ich immer einen stylischen Partygast. So kann man das natürlich auch sehen. Hey, pass auf den Boden da drüben auf. Der ist ein bisschen klebrig. Mir ist da gestern etwas Eiskonfekt hingefallen. Okay, so süß. Ich will hier jetzt dann knudeln. Ist das hier eigentlich ein Schrank? Nee, das ist, glaube ich, irgendwie eine Anrichte, ne? Können wir die Hände waschen. So ist gut. So, Mischka, ich muss wieder los. Tut mir leid. Was? Du gehst schon? Mein Zimmer ist aber auch schon sehr cool, oder? Ist der Hammer. Was? Echt jetzt? Ich dachte mir eigentlich, es gibt da noch das ein oder andere, was man besser machen könnte. Miau. Deshalb bin ich jetzt etwas überrascht, dass du so begeistert von meiner Bude bist. Ich werde mich ab heute noch mehr reinhängen und meine Dekorationsfähigkeit verbessern. Ha? Das machen wir auf jeden Fall nochmal, was? Ja klar, liebend gerne. Wenn wir uns wiedersehen. Gucke ich gerne nochmal in deinem kleinen knulligen Häuschen vorbei. Vor allen Dingen, weil du meine Nachbarin bist.
Okay, wir waren heute auf jeden Fall schon beim Mischka. Wir haben Jacques getroffen. Jetzt müssen wir uns noch um Carolin kümmern. Beim Quentin waren wir auch schon. Ah, hier wird gebudelt, ja? Könnt ihr nochmal? Hi. Ich will auch da rein. Darf ich da rein? Danke. Ich will nochmal zu Melinda. Ich möchte die neue Pilzflagge hissen. Ich glaube, die gefällt mir so ganz gut. Hi, Melinda. Hallo, Bäckermeisterin Honey. Schön, dich zu sehen. Wie kann ich dir behilflich sein? Allgemeine Ratschläge. Dann will ich dir mal ein paar Ratschläge für dein Leben hier in Pilzdorf geben. Ach ja, richtig. Honey, warst du schon mal unten am Strand? In dieser Stadt gibt es zwei Hänge, die zum Strand hinunterführen. Da spazieren zu gehen, Muscheln zu sammeln. Oh, das wird toll. Ich glaube, sie wollte doch Muscheln haben, oder? Ja, das machen wir jetzt gleich mal. Wir bringen ihr jetzt endlich mal ihre Muschel. Oh, das ist so süß, wenn sie einem winkt, wenn sie auf Wiedersehen sagt. Es sieht so süß aus. Könnte sein. Ich weiß nicht, ob wir denn hinter den Tresen müssen, um hier nochmal mit ihr reden zu können. Hi, Günther. Guten Tag. Der Rainer ist übrigens immer noch hier. Ja, ich weiß, tut mir leid. Die Würde stehen wieder los. Tut mir leid. Kann ich dir jetzt auch nicht helfen? Du wirst dich mit ihm arrangieren müssen. Der ist mir suspekt. Der verkauft gefälschte Gemälde, habe ich gehört. Psst, Günther. Lass ihn das bloß nicht hören. So, dann einmal, wie gesagt, Fahne ändern und ich wollte hier unbedingt eine Muschel bringen. Ich glaube, sie freut sich, wenn wir ihr eine Mupfel bringen. Dann gehen wir jetzt einfach mal hinter den Tresen. Hallo, brauchst du etwas? Ich weiß, es ist albern, aber wenn du über Pilzdorf reden willst, musst du mich am Schalter ansprechen. Wenn du etwas anderes in der Stadt verändern willst, setz dich in deinen Stuhl. Okay, gut, dann gehen wir dann halt von vorne mit ihr reden. Hallo, Meisterin Honey, schön dich zu sehen. Wie kann ich dir behilflich sein? Reden wir nochmal über den Strand? Können wir das nochmal machen? Ja, war ich. Das mit den Muscheln. Ich würde mich freuen, wenn du mir eine Muschel bringen könntest. Hier hast du eine. Was ist das für eine? Oh, eine Tritonshornmuschel. Die sind besonders schön. Da wird sie sich sehr freuen. Meine Güte, du hast mir tatsächlich eine Muschel mitgebracht. Tada! Vielen, vielen Dank. Die bekommt auf jeden Fall einen Ehrenplatz in meinem Zimmer. Muscheln erzeugen eine ganz besondere Atmosphäre, wenn man sein Zuhause damit dekoriert. Du kannst Muscheln übrigens auch für ein paar Sternis in der Fundgruppe verkaufen. Es gibt verschiedene Muscheln, also versuch doch mal herauszufinden, welche dir am besten gefällt. Oh, bevor ich es vergesse, nimm das jetzt, Dennis. Dankeschön. Oh, ein Obstkorb. Lecker. Meine Mutter hat mir neulich ein Päckchen mit Früchten aus meiner Heimatstadt geschickt. Es sind so viele, dass ich unmöglich alle allein verbrauchen kann. In Pilzdorf ist die heimische Frucht die Kirsche. Aber meine Heimatstadt ist berühmt für den Apfel. Und jetzt hast du auch ein paar davon. Du kannst sie essen, verkaufen, einpflanzen, ganz wie du willst. Wenn du sie verkaufst, bringen sie dir pro Frucht übrigens mehr Sternis als eine Kirsche. Manche Leute pflanzen viele seltene Früchte an, um sie zu verkaufen und jede Menge Sternis zu verdienen. Probier es doch auch mal. Wenn du eine Schaufel hast, kannst du sie hier ganz einfach einpflanzen. Schaufeln gibt's bei Schlepp und Nepps Laden auf der Einkaufsmeile zu kaufen. Die beiden verkaufen jeden Tag andere Sachen, also haben sie nicht immer eine im Angebot. Ich musste auch erst ein paar Mal wiederkommen, bis ich dort meine Schaufel kaufen konnte. Sobald du eine Schaufel hast, kann ich dir zeigen, was du damit alles machen kannst. Ich habe eine Schaufel. Wir sollten dann Äpfel eingraben. Oh, es ist toll, wir haben Äpfel bekommen. 3 Stück, die graben wir alle ein. Hallo, Bürgermeisterin Honey, schön dich zu sehen. Kann ich dir heute wieder helfen? Dann schauen wir mal, was haben wir hier für Tipps? Oh. Ach ja, genau. Ich wollte ja noch erklären, was du mit einer Schaufel alles so anstellen kannst. Da du jetzt deine eigene Schaufel hast, erkläre ich dir mal, wie man Obstbäume pflanzt. Zuerst gräbst du dort, wo du den Baum pflanzen willst, ein Loch mit deiner Schaufel. Dann wählst du im Inventar die Frucht aus, die du einpflanzen willst und vergräbst sie. Du siehst, das ist ganz einfach. Es gibt ein paar Tipps, mit denen besonders gut Bäume gedeihen. Das macht zum Beispiel einen großen Unterschied, wo du einen Baum pflanzt. An manchen Orten können Bäume nämlich nicht richtig wachsen und gehen ein. Zum Beispiel im Schatten eines Gebäudes ist es zu nah an einem anderen Baum oder einer Klippe. Achte also immer darauf, deine Bäume genügend Platz wachsen zu geben. Okay, dann pflanzen wir mal ein paar Bäume an. Vielleicht ist das heute unser perfektes Tagwerk. Pflanzen und können wir denn hier mal was anpflanzen? Ja, Jacques hat gerade am Baum gerüttelt, ich habe es gehört. Das ist Mischka, hier ist unser Haus. Könnten wir dann hier was pflanzen? Hier sieht gut aus.
einmal. Und hier sieht gut aus. Ist vielleicht zu nah an der Klippe, ich weiß es nicht. Eine vergraben. So, damit hätten wir Äpfel. Das ist super, da freue ich mich total. Und wir müssen unsere total stylische Lavalampe noch aufstellen. Vergraben. Äpfel, cool. Wusste ich nicht, dass es mehr Sternis gibt. Das ist super. So, mal gucken, ob Melinda jetzt mit uns zufrieden ist, dass wir Äpfel vergraben haben. Ja, Kirschen ernte ich heute auch noch. Das machen wir dann ganz am Ende. Dann ernten wir alle Kirschen ab. Und vergraben welche. Und verschicken wieder welche. So, na, meine Süße? Hallo, Bürgermeisterin Hani. Kann ich dir weiterhelfen? Ah, guck mal. Was hätte ich denn für dich heute? Ach ja, mit einer Schaufel kannst du nicht nur Dinge eingraben, sondern auch vergrabene Dinge ausbuddeln. Soll ich dir erklären, wie du Dinge ausgraben kannst, Hani? Das weiß ich schon. Sehr schön. Dann hoffe ich, dass du viel Spaß beim Ausgraben der verschiedensten Dinge hast. Mal sehen, zu welchen Themen könnte ich dir noch was geben. Oh, ja, ich könnte dir etwas über Freizeitbeschäftigung der Bewohner erzählen. In Pilsdorf sind wir mit reichlich Natur und einer großen Vielfalt von Fischen und Insekten gesegnet. Deshalb sind Insektenfang und Angeln beliebte Hobbys der Bewohner. Naja, eigentlich ist es mehr als ein Hobby. Viele verdienen nämlich ordentlich Sternis damit. Eine Angel und ein Kescher zum Insektenfinden findest du wieder bei Schlepp und Neps Laden. Sobald sie diese Gegenstände im Angebot haben, solltest du noch am selben Tag zuschlagen. In dieser Jahreszeit bietet sich sowohl das Angeln als auch die Insektenjagd an. Was würdest du denn gerne als erstes ausprobieren, Hani? Angeln. Kann ich aber schon. Dann solltest du gleich mal probieren, deinen ersten Fisch zu fangen. Hast du schon mal das Buch auf deinem Touchscreen berührt und dir dein Fangbuch anzusehen? Dort findest du ein Bild von allen Fischen und Insekten, die du bisher gefangen hast. Besorg dir eine Angel, fang drei verschiedene Fischarten und zeig mir dann dein Fangbuch. Ach ja, wenn du Probleme hast, eine Angel zu finden, komm einfach wieder zu mir und sag mir Bescheid. Also dann, viel Glück! Ich glaube, ich habe schon drei verschiedene, oder? Ja, definitiv. Oh mein Gott, ist das süß gemacht. Ganze Jahr, wo man sie findet. Im Meer, Winter und Sommer. Die Klische. Wobble, wobble. Hallo, ich bin eine Klische. Aber das ist kein Klischee. Hallo, Bürgermeisterin Hani. Schön, dich zu sehen. Oh, hast du deine Fische gefangen? Wo waren wir stehen geblieben? Wie läuft das Angeln? Hast du schon eine eigene Angel? Hier mein Fangbuch. Also gut, werfen wir mal einen Blick in dein Fangbuch. Oh, das Angeln scheint dir ja keine Probleme zu machen. Je nach Jahreszeit, Tageszeit und Art des Gewässers kannst du verschiedene Fischarten fangen. Du kannst also das ganze Jahr über neue Fischarten entdecken. Ich hoffe, das Insektenfangen mit dem Kescher macht dir genauso viel Spaß wie das Angeln. Und das wären im Moment alle Ratschläge, die ich dir geben kann, Hani. Hier habe ich noch etwas für dich. Betrachte es als eine Art letztes Willkommensgeschenk. Die Gießkanne! Ja! Gegen die Gießkanne ist das toll. Das ist eine Gießkanne, mit der du die Blumen hier in der Stadt gießen kannst. Sogar verwelkte Blumen kannst du damit wieder zum Blühen bringen. Wenn du die Blumen regelmäßig gießt, wachsen vielleicht sogar ab und zu ganz neue Blumen. Und manchmal blühen die Blumen dann in den seltensten Farben. Ich weiß zwar nicht, ob du dich für das Gärtnern interessierst, aber probier die Gießkanne doch bei Gelegenheit einfach mal aus. Über das Leben in dieser Stadt gibt es für dich auf jeden Fall noch jede Menge Neues zu entdecken. Denk einfach an meine Ratschläge und versuche dich nach deinen eigenen Vorstellungen einzuleben. Ich bin mir sicher, dass du vieles einfach von ganz alleine herausfinden wirst. Oder durch die Backseat-Gamer in deinen Kommentaren. Ich werde dir natürlich weiterhin zur Seite stehen, wann immer du meine Hilfe brauchst. Ich hoffe, wir werden hier noch viele Jahre miteinander verbringen. Das auf jeden Fall, das sehe ich jetzt schon. Ich möchte meine Flagge noch ändern. Und zwar Stadtflagge. Du hast ein neues Design für die Stadtflagge. Das ist ja super. Zeig doch mal. Und zwar das mit dem Kreis. Wow. Perfekt. Dieses Design bringt das Lebensgefühl von Pilsdorf genau auf den Punkt. Das wird unser neues Flaggendesign. Danke, danke dir. Okay, und dann können wir uns wieder verabschieden. Wir haben eine Gießkanne. Wir haben eine Gießkanne. Wir können dann jetzt gießen, gießen, gießen. Oh, die sieht schick aus. Sie sieht so viel besser aus. Richtig schön. Gießkanne. Da haben wir sie. Und die können wir dann noch einfach so. Und hier. Da.
Schön. Wie merke ich mir, dass ich sie schon gegossen habe? Gar nicht. Günther, kann ich dich auch gießen? Hier. Oh, danke schön, danke schön. Oh, jetzt fühle ich mich gleich viel besser. Ja, nicht über den bitte. Ja, so ist gut. Genau, so ist das schön. Genau, so ist das schön. So. Gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir haben hier noch einiges zu tun. Wir müssen noch mit allen Dorfbewohnern reden. Wir müssen noch einkaufen gehen. Wir müssen noch verkaufen gehen. Wir müssen noch unsere Kirschen ernten. Wir müssen uns noch um die Blumen kümmern. In die Gärtnerei gehen und zum Strand. Wir haben also heute einen vollen Tag. Freitag der 13. wird komplett genutzt. Also bis zum nächsten Mal. Bye.